I hear her knocks on the door. She's coming closer. A ghost or the devil in veil? Ich höre sie an den Türen klopfen. Sie kommt näher. Ein Geist? Oder der Teufel in Menschengestalt wahrscheinlich? Also so kann ich es mir anders nicht anders vorstellen. Robert sure had some demons. Who is he talking about? Alter Kerl, du bist doch krank. Ein Ouija-Brett? Oder Ouija-Brett? Mal hier die Dämonen befragen. Alter, was zum... Alter, was? Oh, halt, username. Me. Echelon. So. So, schauen wir nochmal hier im Büro nach. Abyss. Boah. Me? Robert? Abyss? Alter, ich will das... So. Mit Escape halt so. Verschlossen. Nö, hier ist nix. Huch. Okay, ich kann mich unterm Tisch verstecken. Habe ich ja komplett vergessen. She's coming closer. A ghost or the devil in veil. Ja, das kennen wir ja schon. Hat Robert irgendwie keinen Zettel, dass man sich auf seinen Rechner einloggen kann? Und wer war diese Gestalt am Telefon? Diese Frau. Alter! Was macht der Stuhl außerhalb des Konferenzraumes? Der Stuhl hat wohl Stuhlgang. Selbstständigkeit, das A und O der OGM. Alter! Ich krieg schon Halluzination. Und was macht der Luftballon im Konferenzraum? Also ich werde mal mit Steve echt darüber reden müssen. Was ist denn eigentlich dort drin? Das ist unser Spezialraum. Da gehen wir immer rein. Machen die Tür zu. Heulen uns aus, dass wir es nicht schaffen, dass der Druck viel zu groß ist. Hang in there. Und dann kommen wir dann wieder gestärkt heraus. Dann, ich bin der Größte. Alter, was macht der Luftballon hier?
Alter! Boah! Ich glaube, ich gehe zurück ins Büro. Ich sollte ein Stündchen schlafen. Oder 2 Stunden. Oder 3 Stunden. Alter, ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Nein, nein! Nein! Alter! Oh, was zum Henker! Ich sehe hier gar nichts! Alter! Geht das vom Ouija-Brett aus? Alter! Ich glaube, das bedeutet, man muss sich verstecken. Check my drawer. Was? Check my drawer. It's a note. Check my drawer. Check my drawer. Aber nicht das Ouija-Brett. Sein Drawer? Hier kann ich nichts machen. Also ich glaube, das Flimmern bedeutet, dass da die Oma ganz in der Nähe ist oder was auch immer. Lass mal hinsetzen. Check my drawer. Wo kann ich denn eigentlich die ganzen Sachen nochmal lesen? Also hier nicht. Time to call it a day. Nö. Ich glaube, ich hab's. Das Herz schlägt. Ich warte mal lieber kurz. Ich will nur ungern in eine böse Überraschung reinlaufen. Magic Wipe. Was meint denn der Robert damit? Schön. Ich habe kaum ein Lachen. Alter, dieser Kackstuhl. Check my drawer. My drawer. Meine Zeichnungen.
Aufzeichnungen vielleicht, was weiß ich. Ach da! She had done very bad things. Sie hat sehr böse Sachen angestellt. Oder sie hat böse Sachen gemacht. Schlimme Sachen. The light is your friend. Das Licht ist dein Freund. Schön zu wissen. Und jetzt finden wir auch hier die Taschenlampe. Ah. Keine Batterien. Ich such mal besser danach. Das erste, was ich mache, erstmal mich hinsetzen und speichern. Oh, halt. Mi. Echelon. Save. Quit. Denn... ich habe mir vergessen, die Steuerung anzuschauen. Aber da gibt es keine Steuerung. Okay. Was? Ernsthaft? Sind hier jetzt alle Türen wieder zugeflogen oder was? Nee, nur meine. Hier ist dunkel wie im Nonnenarsch. Machen wir erstmal das Licht wieder an. Denn Licht ist unser Freund. Oh Mann, hätte ich... Alter! Ich wollte gerade sagen, hätte ich AudioSurf 2 nicht so verkackt und hätte zweimal Dead Souls abgespielt, sondern einmal Architecture 2 und dann Dead Souls. Ach du Scheiße. Ich sollte mich verstecken. Alter, die mobbt mich ja hier richtig. Also mittlerweile habe ich auch rausgefunden, dass das hier, wenn das auftaucht, dieses Flimmern, dass da die Oma in der Nähe ist. Die Ur-Urgroßoma. Oder Ur-Urgroßmutter. Und die halt böse Sachen gemacht hat zu ihrer Lebzeit. Boah, es kann ja mal echt aufhören. Hört das Flimmern auch mal auf? Ich gehe nicht raus, bevor das Flimmern aufgehört hat. Und die Bilder sind echt creepy. Also ich muss erstmal mit Steve auch über die Technik reden. Alter, dieses Flimmern. Riechen Vogel.